Ja, also ich kann es bestätigen von meiner Seite aus. Ich weiß nie, was ansonsten dann noch kommt, aber ich habe Vertrag bis 2024 und ich freue mich natürlich dann auch auf die Heim-EM, aber das ist noch lange hin. Ansonsten ist es so, dass wir ins Spiel gehen und wollen natürlich versuchen, ja, möglichst das Spiel auch schnell klar zu machen, auch ich sag mal, dann auf dem anderen Platz ein bisschen Druck auch auszuüben. Das sind unsere Dinge, die wir uns vornehmen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es sehr, sehr schwer wird gegen eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr defensiv wahrscheinlich spielen wird. Trotzdem müssen wir das tun. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir genau diese Einstellung, die wir im Spiel gegen Spanien hatten, auf dem Platz sehen. Ich glaube, wir sehen Jamal alle gleich. Also es ist ein absolut exzellenter Spieler, der was Besonderes hat, der unserem Spiel sehr, sehr gut tut, der natürlich viele Situationen gut lösen kann, um Gegner auszuspielen, für uns auch neue Situationen auch zu kreieren. Das sind Dinge, die er einfach kann. Er hat ein bisschen Pech im Abschluss gehabt, aber wir hoffen natürlich, dass irgendwann mal auch der Abschluss dort landet, wo er landen soll. Und deswegen sind wir einfach froh, ihn bei uns im Team zu haben. Er ist eine absolute Bereicherung für uns. Also ich glaube, es wäre sehr vermessen, sehr respektlos, auch Costa Rica gegenüber, wenn wir davon ausgehen, 8 Tore zu schießen. Deswegen, wir sind froh, wenn wir das Spiel gewinnen. Und das ist unser Ziel. Natürlich auch im Hinblick letztendlich auf das Ergebnis im anderen Spiel letztendlich. Aber wir wollen, ich habe es gerade eben gesagt, wir wollen versuchen, dass wir natürlich dieses Spiel schon von Anfang an möglichst auch für uns entscheiden, was schwer wird, ohne Frage, weil also mal nach einem 7:0 gegen Spanien zurückzukommen, gegen Japan, dann so eine Defensivleistung abzuliefern, ist schon von uns auch ein hoher Respekt und das müssen wir einfach sehen, das, was uns erwartet, und wir müssen einfach gucken, dass wir die guten Lösungen dagegen haben. 100% Vertrauen. Ich bin der Meinung, sie hat es verdient aufgrund ihrer Leistung und Wir freuen uns auf dieses Spiel und ich hoffe, dass sich auch auf dieses Spiel so freut wie wir und dass wir beide, sowohl wir als Mannschaft, aber sie auch mit ihrem Team, einfach eine gute Leistung abrufen. Ja, erstmal zu Letzterem glaube ich ehrlich gesagt, dass das keinerlei Einfluss irgendwie auf das Spiel haben wird. Ich glaube, sie hat ja auch schon einige Spiele in der Champions League gepfiffen und da auch sehr gute Leistungen gezeigt und deswegen hat sie sich das, denke ich, auch verdient, morgen das Spiel zu pfeifen und wünsche ihr natürlich auch alles Gute für. Und ja, es war jetzt auch nicht großartig ein Thema in der Mannschaft. Ich finde auch ehrlich gesagt, ja, das ist für mich jetzt ja das Normalste der Welt ist. Also ich habe da jetzt noch nie vor dem Spiel irgendwie darauf geachtet, ob bei uns eine Frau oder ein Mann pfeift, ehrlich gesagt. Und ich denke und hoffe, dass das auch Normalität ist und bleibt.